Oh, hier haben wir nichts. Hier ist sie frei. Noch so ein Ding in hier. Aha. Wahrscheinlich haben wir jetzt zwei Tore pro Seite, ne? Das hier ist, was ist denn das? Starke Mauern oder was sind das? Genau, zwei Tore pro Seite. Plus das Endstück. Also Steg oder das andere. Ich vermute, dass auf der Seite hier der Steg ist. Ja. Genau. Gut zu wissen. Habe ich bestimmt zum nächsten Mal wieder vergessen. Aber gut, das jetzt schon mal vorübergehend schon mal gesehen zu haben. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Was jetzt keine neue Erkenntnis sein sollte. Aber es ist trotzdem gut zu wissen. Hier brauche ich drei. Ah, warte mal. Hier waren noch Kisten, ne? Wäre nett, wenn man sehen könnte, wie viele da drin sind, wie viele von den Kristallchen. Aber ich werde erstmal ganz zurückgehen, weil mir das gerade mal zu riskant ist, hier jetzt in der Nacht schon unterwegs zu sein. Ich hatte kurz die Überlegung, ob ich da jetzt direkt mir so eine Truhe aufmache hier. Und dann da direkt hingehe. Wäre schön, wäre sinnvoll, aber machen wir das gleich. Machen wir das gleich. Den Ofen? Na, den Ofen. Doch, klar. Also haben wollte ich den auf jeden Fall. Ich weiß ja zumindest, dass ich meine finanziellen Mittel jetzt hier, meine Kristallmittel jetzt hier nicht für die Tiere ausgeben möchte, sondern halt für die Gebäude, ne? Aber dass ich da entsprechend trotzdem vermutlich... Also ich weiß nicht, ob ich alle kriegen kann. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ob es für alle reicht. Ich befürchte mal nicht. Das ist schön, dass hier sowas ist. Das ist super. Wobei das jetzt auch vereist ist. Ist jetzt ernsthaft Winter? Ist jetzt ernsthaft Winter? Verdammt. Mist. Das ist nicht gut. Dann ist das doch überall... Wahnsinn, dann ist es doch überall gleich. Die Jahreszeit. Das heißt, ich habe mir einfach nur einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Dann sah das halt nur nicht nach Winter aus, weil das noch quasi übernommen werden musste. Das ist ja fies. Also sehr fies. Okay. Dann brauche ich... Dann muss ich gleich das Haupthaus ein bisschen aufwerten, damit ich hier den anderen Kerl kriege. Nee, ich brauche vor allem Lanzen. Vor allem brauche ich Lanzen. Ansonsten habe ich hier überhaupt keine Chancen. Sollte reichen. Das heißt, ich musste gerade mal gucken hier. Ich kann das sogar bis hier vorne bauen, ne? Ich muss gerade mal mit dem Geld haushalten vielleicht. So ganz überraschend gedacht. Das, der bringt mir Sensen, okay. Lanzen brauche ich, glaube ich, noch eine Ausbaustufe, ne? Wir werden sehen. The Lance. Die Lanze. Aber nee, hä? Hä? Jetzt ist doch Frühling? Moment. Hä? Da war doch eben Winter. Das Gras war weg. Das Wasser war zugefroren. Was ist denn da los? Ich bin irritiert. Hier, da plätschert das Wasser. Wahnsinn. Okay. Das Spiel macht Schabernack. Hier ist auch noch kein Gras. Dann fangt euch mal hier so ein paar Sachen, ne? Also hier Kaninchen, ne? Da kommen die ganz. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich muss ein paar Sachen weghauen. Na, Mist. Na. Och. Hö. Mist, reicht nicht. Na, nicht die Kiste. Machen wir gleich.
Hat auch niemand Geld, ne? Ist schön. Ist typisch. Immer das Gleiche. Ist schön, wie ich jetzt quasi noch nichts für Werkzeuge ausgegeben habe. Aber ich das echt machen sollte. Weil ich anscheinend nicht genug Bogenschützen habe, die auch motiviert sind zu arbeiten zumindest. So. Oder gibt es hier noch immer keine Kaninchen? Anscheinend nicht. Nops. Und Lanzen habe ich auch noch nicht. Vielleicht hätte ich dann mein Geld doch ein bisschen anders ausgeben sollen. Ich hoffe, dass nach rechts auch noch irgendwie eine Truhe ist. Ansonsten wird es ein sehr langweiliger Winter gerade mal. Oder Frühlingsanfang vielmehr. Ich wundere mich trotzdem, warum hier... okay. Warum jetzt hier die... warum jetzt hier keine Kaninchen sind. Nicht, weil sie gejagt sind. Das hätte ich am Geld gesehen. Ich mache das mal auf hier. Überraschung. 2, 3. Habe ich jetzt 3 Stück. Okay. 3 Stück. So, so. Ich brauche 4 für das andere links. Habe ich schon vergessen. Mist. Okay. Das andere war... Ah ne, das war der Ofen hier, genau. Der Ofen, das wäre an sich echt sinnvoll. Muss ich mal anmerken. Dass die Leute halt zu uns kommen. Kann ich das jetzt schon aufwerten? Ich habe das Haupthaus ja noch nicht mal auf Stein. Interessant. Das wäre im Moment, glaube ich, ein bisschen zu viel Geld, was ich hier raushaue. Ich dachte, ich könnte die Mauern immer nur so weit aufwerten, wie ich dann auch das Haupthaus habe. Aber die treffen gut. Nach wie vor. Gut, ist es nicht ideal. Aber sieht zumindest kurzzeitig aus, als wollten sie das gleiche Ziel treffen. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Also interessant, dass hier kein Gras gewachsen ist bisher, ne? Dass es hier nirgendwo quasi angefangen hat zu wachsen. Das breitet sich immer von einzelnen Stellen aus dann, ne? Aber... Das irritiert mich gerade mal. Das ist dicht dran. Das ist sehr dicht dran. Das ist echt dicht dran. Hier guck mal, gib her den Quatsch. Nummer 3. Die sind auch echt sperrig. Ja, aber hier sind die Dörfer, sind die echt weit weg, ne? Von daher. Nee. Muss ich hier gerade mal gucken. Ich werde mir den Ofen bauen hier. Problem ist nur, dass der relativ teuer noch ist. Weil das auf einem aufgebauten Turm passiert. Ah, guck mal, Geld. doch, das passiert auf einem großen Turm. Okay, alles klar, haben wir alles gesehen. Das heißt, hier ist 1, dann sind 2, also 3 auch wieder hier auf der Seite, logischerweise. Ne, ist halt die dritte Insel. Jetzt wird der Bär praktisch für die ganzen Viecher hier. Dass ich die damit dezent zerlegen kann. Ich finde die Szenerie echt cool. Gerade bei diesen Event-Spots, sag ich mal. Sieht schon sehr cool aus. Na komm, erhol dich mal ein bisschen schneller. So. Ich muss zurück. Was ist so bunt? Ist es wieder Herbst oder was? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht. Oder blühen. Die könnten blühen. Je nachdem, was das für Bäumchen sind. Hier, komm, guck mal. Da. Hier vielleicht auch. Trotzdem, zum Jagen ist hier eine ganz große... Na, doch, hier, doch, es geht. Okay, ich habe gerade kurz überlegt oder gedacht, dass ich eine Mauer gebaut habe. Dadurch wäre dieser Farming-Spot hier weg. Aber vielleicht ist er auch sowieso weg. Man weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch alle verloren. Das reicht nicht an Geld. Das heißt, ich kann mir nicht mehr den Finanzäumel holen. Aber hier ist gut. Oh ja, hier geht's rund. Und ich mach mal den Ofen hier, ne? Früher oder später sollten wir das sowieso haben. Und der geht hoffentlich nach Hause. Na, hier kommen. Na doch, das reicht.
Ich muss die Mauern verstärken. Reicht das? Nee, ne? Wow, das reicht. Ich habe kein Geld mehr, Mist. Ah, ich habe Geld. Heißt, da steht das schon. Jetzt steht das schon, obwohl das Haus noch nicht mehr fertig ist, steht da schon der Finanzheiner. Der Finanzheini rum. Ich nenne ihn immer liebevoll so. Ich weiß, das freut jeden, der selbst in dem Bereich tätig ist. Genau das ist meine Absicht. Hier, guck mal, ich brauche mehr Jäger. Mehr Jäger und mehr Nichtgejagte. Plump. Der hat auch Hunger, ne? Das Vieh hier. Mein Reittierchen. Futtert und futtert und futtert. Als ob ein kompletter Fuchs nicht reichen würde. Den er zufällig aus dem Boden gezogen hat. Was auch immer. Na gut, ein Fuchs hängt manchmal im Boden drin. Doch, manchmal kommt es vor. Zack. Ja doch, die treffen ganz gut. Die Mauer ist zu dünn. Ja, ich meine, das passt, aber wäre mal interessant, wie viel die wirklich aushält, wie viele Hits. Oder ob das auch von der Größe des Gegners abhängt, wie viel Schaden die vielleicht machen. Na gut, klar, ne? Die ganz großen Viecher machen natürlich mehr Schaden. Bei den kleinen, ob die alle die gleichen Werte haben. Ich vermute mal schon. So, ich brauche trotzdem Geld, ne? Und hier ist noch immer... Nope, hier ist noch immer kein Gras. Hier ist aber welches. Wahnsinn. Huh. Ist halt so faszinierend, dass da selbst auf der Brücke hier kann er was aus dem Boden ziehen. Aus dieser Holzbrücke. Ich weiß nicht, was da alles für Tiere drin hängen, die man essen kann. Aber anscheinend geht's ja. Und ich weiß nicht, inwiefern hier random mal irgendwelche Blutmönde und sowas passieren. Denn ich hoffe das nicht, dass das innerhalb der ersten paar Nächte passiert, weil das wäre blöd. Aber im Moment ist meine Verteidigung doch eher... Nennen wir es mal nett, eher furchtbar. Nicht ideal. Hier, komm. Nicht schön zumindest. Äußerst ungeil. Jetzt habe ich hier schon wieder keine Jäger oder was ist da los? Ich hatte doch eben Leute hier. Hast du Geld? Nö. Warum auch? Sind die alle auf der rechten Seite jetzt hier oder was? Oder waren die schon weiter gerannt? Nee, ne? Habe ich zu viele Türme jetzt besetzt? Ich will doch nur Speertypen haben. Das Ding ist, ich kann wahrscheinlich sogar Speertypen haben. Sehr wahrscheinlich. Ne? Ich habe echt nicht genug Leute. Das Haus ist nicht besetzt hier, der Turm. Ich bräuchte halt nur einmal den Posten, bei dem man das bauen kann. Also ich bräuchte mal eine Mauer außerhalb. Ich bräuchte halt Platz. Ja, okay. Also das heißt, ich muss letztendlich warten. Ich brauche meinen Bogen. Ich habe ja sogar Leute. Habe ich fein gemacht. Und diese Links stehen zwischen den ganzen Bergen aus Kaninchen, die ungehindert sich vermehren können. Ist total gut. Und niemand schießt. Wobei, vielleicht... die haben Geld, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Das heißt... Zum einen haben sie das Geld vermehrt. Das ist schön, ne, anhand der Bäume. Heißt es, ich mache jetzt zwei Bögen? Wahrscheinlich, ne? Zack, 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 zack. Dadurch wird wahrscheinlich einen Turm besetzt. Und der andere ist hoffentlich als Jäger unterwegs. Das ist ein bisschen schwach. Schwache Leistung bisher. Schön. Ich meine, ich kenne es halt nicht anders, ne? Von daher, das passt schon mal. Sind wir nicht alle manchmal eine schwache Leistung?
Aber für Nachtnummer, keine Ahnung, wie viel hier auf dieser Insel bin ich echt nicht weit. Ja, man könnte jetzt schon Steinmauern haben, gerade bei dem Ansturm hier. Ah, dieser blöde Winter, ne? Ja, die Mauer sieht ein bisschen leidend aus. Ah, selbst wenn, die hätten das hier schon abgewehrt, aber trotzdem, schön ist es nicht. Schön ist es halt wirklich nicht. Warum hier so viel Platz mit so viel Kaninchen? Heißt aber auch, dass ich dann die nächste Mauer. Aber wo mache ich die hin? Hier hin? Dass hier irgendwo dann bald mal eine Mauer passieren muss, ne? Damit der Laden läuft. Oh, da wird geschossen. Sehr gut. Der wird aber nicht getroffen, das ist schlecht. Das Kaninchen ist zu schnell. Hier komm, ich lasse den einen Baum nochmal weghauen. Weil der nervt. Da ist albern. Der hält hier die ganze offene Fläche auf. Also zu. Der hält die offene Fläche zu? Ja, es ergibt Sinn. Eine ganze Menge. Geld. Wo will der jetzt hin? Ey, wenn ich wegrennen. Nicht wegrennen. Hallo. Oh. Ah, das wollte ich ja nicht. Ich könnte noch einen Bogen machen. Vor allem, der steht hier auch rum und macht nichts, ne? Ist toll. Aber hier wird gejagt. Sehr gut. Ja, ne? Da kommen sie nicht ran. Da haben sie eh kein Interesse dran, weil das so dicht an dem Tor ist. Heißt aber auch, dass ich hier vorne gerne noch ein Türmchen hätte. Machen wir das hier? Machen wir hier eine Mauer? Ja, muss ich. Muss ich machen. Ich hätte gern das hier. Ist auch Quatsch. Dass, na, wobei doch, ich habe hier schon die. Ich habe hier schon die Möglichkeit. Sehr gut. Ich wollte sagen, ist auch Quatsch, das zu machen, wenn ich noch keine Sensen habe, aber habe ich ja. Ja. Das erkennt man ja sehr gut. Jetzt habe ich bald. Wow, ich hab gefühlt mehr bald oder sehr schnell mehr Sensen als normale Leute. Als Bogenschützen. Obwohl es im Moment genau einer ist. Geld. Haha. Ist interessant, dass sie immer jetzt zwei Geld mir rausgehauen haben, ne? Ob das am Frühling liegt? Pro Baum? Kann sein, ne? Weiß ich nicht. Wäre interessant, wenn im Frühling so ein Baum halt wertvoller wäre. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil er dann irgendwie schönere Blüten hat. Ich weiß es nicht. Wäre ein interessantes Gimmick zumindest. Und das Wetter gefällt mir nicht. Wobei so gegen schönen Regen nichts einzuwenden ist, solange man dabei im Trocknen ist. Das ist immer ein recht wichtiges Detail, finde ich. Wobei auch so ein Spaziergang durch den Regen, wenn er okay stark ist und nicht zu stark, ist auch in Ordnung. Das hängt halt immer von der Situation ab. Und die Mauer ist viel zu dünn. Und der Kerl ist lebensmüde. So wie ich. Haha. Ich bin ja auch draußen gerade. Ah, nach links war der Steg, ne? Das ist ein bisschen blöd in dem Sinne, dass hier nach rechts das erste Tor halt so dicht dran ist. Von daher, wahrscheinlich wird das erste, was ich mache, das Tor rechts sein. Also mehr als notwendig. Aber irgendwann müssen wir es eh machen, ne? Von daher, na, schauen wir mal. Und dadurch, dass hier jetzt hier so viel anderer Krams ist, habe ich hier noch immer keine Sperre gebastelt. Oder keine Sperrstelle zumindest. Vielleicht eine Sperrstunde, man weiß es nicht. Okay. Hat hier jemand Geld noch? Nops. Aber sollte recht schnell gehen hier. Na gut, das ist ein Kaninchen. Ich sollte nicht wegrennen. Ich habe kein Geld. Das ist nicht gut. Speichern. Yeah. Und wo sind jetzt meine ganzen Bogenschützen hin? Meine ganzen vielen, vielen Bogenschützen. Also,
3. Ah, guck mal, da wird gejagt. Sehr gut. Wenigstens spawnt hier mittlerweile was, ne? Musste das echt ganz am Schiff vorbeiwachsen hier. Ist enorm. Das ganze Gras. Bis es sich mal irgendwie entwickelt hier. Das muss erstmal anders hier. Das ist furchtbar. Jetzt hätte ich fast einen Angriff gemacht. Das wäre ja grausam. Das hätte ich sich gerne aufgewertet, aber es ist im Moment ziemlicher Quatsch. Da. Ich muss dem Kerl mal Geld geben. Problem ist halt, wenn du kein Geld hast, kannst du dem auch nichts geben, um dann mehr Geld zu kriegen. Das ist, glaube ich, das gleiche Konzept, was auch in der echten Welt tendenziell blöd ist, ne? Wenn du kein Geld hast, wenn du kein Budget hast, kannst du da auch mit dem Budget das nicht anlegen, um noch mehr Budget zu bekommen. Das ist halt so ein blödes Konzept eigentlich. Wenn wir mal so ehrlich sind. Ne? Nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Ah, oh, sehr gut. Au, oh, kam da gerade 2 Geld raus? Nee, oder? 2 Geld pro Kaninchen, das klingt so ein bisschen seltsam. Bitteschön. War ich nur einer? Dann ist hier nur einer. Aber gut, dann ist das hier auch nicht so wahnsinnig weit entfernt, das ist schon gut. Wenn ich mich nach links erstmal ungehindert ausbreiten kann. Weil das natürlich auch in kontrolliertem Rahmen sein sollte, damit ich entsprechend noch genug zu jagen habe. Hast zumindest eine Chance. Und ich muss mich ausbreiten, ich brauche Speere. Beziehungsweise einfach mehr Geldquellen. Die Farmerei dürfte ja so langsam anfangen. Von florieren kann auch keine Rede sein. Und ich überlege, ob ich dem was hinkippe an Geld. Nee, ich kipp hier was hin. Zack. Sollte ja relativ gut gehen hier. Da ist direkt ein zweites Feld angelegt. Fantastisch. Aber ob hier 3 Felder passen, hier noch eins nehmen? Könnte, ne? Könnte man meinen. Oh, Geld. Sehr gut. Sehr gut. Ha, schön. Hier wird mir fast ein bisschen warm. Ach komm, hier. Ich hab's ja jetzt. Ich bin ja jetzt reich. So, zack. Da war hier noch einen. Ich investiere auf schon wieder viel zu viel. Jetzt fehlen mir nämlich Leute. Das ist blöd. Jetzt fehlt mir hier die Menschengrundlage. Oh, Geld. Dass ich damit überhaupt arbeiten könnte. Handwerker habe ich, glaube ich. Na, vielleicht genug. Ich habe eh kein Geld. Ja, ich brauche stärkere Mauern. Wäre doch sehr nice.